Hi, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, aus einer komplett anderen Perspektive wie sonst. Denn ich habe mir so einen mega coolen Bücherwagen hier gekauft. Und ich finde, der passt perfekt in den Hintergrund und macht einfach das Ganze nochmal viel schöner. Außerdem kann ich mich hier super bequem auf den Boden setzen und hier alle Bücher um mich herum lagern, die ich im Video zeigen möchte. Falls ihr Interesse daran habt, dass ich euch den Inhalt dieses Wagens zeige, dann kann ich dazu sehr gerne ein eigenes Video machen. In dem Wagen befinden sich eigentlich nur Bücher, die auch auf meinem Sub sind. Allerdings ist mein Sub natürlich viel, viel größer. Das sind lediglich die Sub-Bücher, auf die ich momentan am meisten Lust habe und die jetzt in nächster Zeit gelesen werden sollen. Deswegen, falls euch das interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Heute soll es aber um ein anderes Thema gehen und zwar möchte ich euch heute gerne meinen Lesemonat vom Juni zeigen. Ja, wir haben zwar schon Ende Juli, trotzdem möchte ich euch die Bücher natürlich nicht vorenthalten und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Video. Viel Spaß dabei! Das erste Buch, das ich euch zeige, ist von Margaret Atwood, der Report der Markt. Ja, das Buch habe ich euch ja bereits in meinem Subclass-Video gezeigt und ich muss sagen, ich wusste überhaupt nicht, worum es hier geht. Ich bin komplett ohne irgendwelche Vorahnungen und ohne irgendwelche Vorkenntnisse in dieses Buch gestartet. Also ich kenne auch nicht die Serie davon und ich muss sagen, mich hat dieses Buch komplett gefesselt. Ich war extrem begeistert davon. Ich gebe definitiv 5 Sterne. Ich möchte hier tatsächlich jetzt ungern darüber reden, worum es geht. Ich denke, die meisten wissen es. Für die, die es noch nicht wissen, ich glaube, bei diesem Buch kann man, selbst wenn ich nur einen Satz dazu sage, eigentlich nicht sagen, was nicht spoilern würde. Deswegen, falls es euch interessiert, lest es euch selber online durch. Ansonsten war es für mich ein absolut großartiges Buch und weshalb ich so lange gebraucht habe jetzt tatsächlich, bis ich es dann doch gelesen habe, ist, weil ich im Kingsiana Hangout von, ich weiß es nicht mehr, ich glaube es war das vorletzte Hangout, da habe ich gehört, dass der liebe Thorsten vom Kanal Toto liest leider gar nicht begeistert davon war. Und die Art und Weise, wie er darüber gesprochen hat, was ihm nicht gefallen hat, waren für mich eben Punkte zu sagen, okay, ich werde es nicht lesen, weil es mich dann auch mega genervt hätte. Und dann habe ich es letztendlich doch getan und ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Ja, Margaret Atwood beschreibt gefühlt alles Mögliche, was man in der Umgebung der Person sieht und hört und alles drum und dran, aber für den Fall oder für diese Geschichte hier ist es extrem sinnvoll. Klar, jetzt bei ihren anderen Büchern ist es vielleicht nochmal anders, aber bei der Report der Markt fand ich genau das so, so wertvoll und so unfassbar schön geschrieben und aufgemacht. Die Geschichte ist natürlich absolut fürchterlich und also wenn ich mir vorstelle, dass es die Welt irgendwann so wäre, es wäre der absolute Horror für mich. Trotzdem war es ein Buch, das, glaube ich, auch so ein bisschen augenöffnend ist. Gerade auch vielleicht für Frauen, die, oder auch für Männer, die vielleicht das Thema Feminismus immer noch nicht so ganz verstanden haben, dass es einfach super wichtig ist, dass es die Gleichberechtigung gibt. Auch in Dingen, wo wir Frauen vielleicht eher die A-Karte ziehen, wenn wir gleichberechtigt sind. Entweder ganz oder gar nicht, sehe ich zumindest so. Und ja, in dem Buch sieht man ganz gut die extreme Wahrheit. Was wäre, wenn Frauen wirklich gar keine Rechte mehr hätten? Also wirklich sehr, sehr brutal und grauenvoll, aber trotzdem extrem, extrem gut. Also von mir eine ganz, ganz große Leseempfehlung. Auch das nächste Buch hat ein etwas spezielleres Thema, und zwar das Thema Rassismus. Es geht um The Nickel Boys von Colson Whitehead. Zu diesem Buch habe ich bereits eine eigene Rezension in einem Vlog von mir gemacht, also schaut da gerne vorbei. Ich verlinke euch den Vlog unten in der Infobox, da könnt ihr gerne mal reingucken. Und da habe ich ausführlich über dieses Buch gesprochen. Aber trotzdem natürlich für die, die sich jetzt nicht für meine Rezension in dem Sinn interessieren, sondern nur wissen wollen, worum es eigentlich geht. Es geht um Elwood. Elwood ist 16 Jahre alt und er ist ein dunkelhäutiger Junge, der aus armen Verhältnissen stammt. Für ihn ist es dementsprechend absolut nicht selbstverständlich, dass er einen Collegeplatz bekommt.
Das Ganze spielt in Florida in den 60er Jahren. Elwood gerät durch einen super doofen Zufall in ein gestohlenes Auto und muss aufgrund dessen in die Besserungsanstalt Nickel Academy. In dieser Anstalt ist das Thema Rassismus, Rassentrennung, Brutalität, Missbrauch und Peinigung ein ganz, ganz großes Thema. Wir erleben Elwood und andere dunkelhäutige Jugendliche, wie sie in dieser Academy behandelt werden und welche brutalen und teilweise wirklich erschreckenden Erlebnisse diese Jungs mitmachen müssen. Für mich persönlich ein extrem, extrem emotionales Thema. Die Nickel Academy gab es auch genauso. Die Geschichte hier drin ist allerdings fiktiv. Lediglich die Besserungsanstalt und die Handlungen und Ereignisse daraus sind real, aber die Personen in diesem Buch sind frei erfunden. Für mich ein unglaublich tolles Buch, für das der Autor nicht umsonst mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Ich habe mir auch bereits von Colson Whitehead das zweite Buch, oder ich glaube es war sein erstes, aber ich habe es mir jetzt gekauft, Underground Railroad gekauft, auf das ich mich auch sehr freue, weil auch da das Thema Rassismus sehr stark behandelt wird. Und auch darauf freue ich mich, auch wenn es natürlich erschreckende, brutale und grausame Bücher sind, rein vom Thema her, ist es wahnsinnig sinnvoll, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und auch von mir eine ganz klare Leseempfehlung, allein schon des Thema wegen. Das nächste Buch ist wieder ein bisschen erfreulicher, und zwar geht es um Kingsbridge von Ken Follett. Ja, zu diesem Buch habe ich auch bereits ein eigenes Video auf meinem Kanal. Auch das findet ihr unten in der Infobox verlinkt, also schaut da gerne vorbei. Da habe ich eine spoilerfreie Rezension und im Anschluss noch ein Read With Me, wo ihr zusammen mit mir dieses Buch lesen und erleben könnt. Das Read With Me ist aber natürlich nicht spoilerfrei. Also falls ihr das Buch schon länger lesen wollt, könnt ihr es gerne mit mir zusammen lesen. Würde ich mich total drüber freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und wie gesagt, für eine ausführlichere Rezension schaut da gerne vorbei. Die ist nämlich spoilerfrei. In diesem Buch, das ja die Vorgeschichte von Die Säulen der Erde ist, also es spielt in den Jahren, also es beginnt 997 nach Christus. Das bedeutet, wir sind ungefähr 500 bis 1000 Jahre vor Die Säulen der Erde. Ich weiß gar nicht genau, wann Die Säulen der Erde spielt. Irgendwas 1000 noch was. Jedenfalls befinden wir uns hier in der Vorgeschichte. Wir lernen natürlich komplett andere Menschen kennen. Ich selbst habe die Säulen der Erde noch nicht gelesen, aber wie man vielleicht hier oben sieht, es liegt hier, es wartet schon auf mich. Und ich fand dieses Buch so sensationell. Ich glaube, ich habe 5 Tage gebraucht, weil es mich nicht mehr losgelassen hat. Der Schreibstil von Ken Follett ist wie immer absolut sensationell. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte hier auch nicht zu viel verraten, weil ich finde, der Klappentext ist zwar interessant, aber es sagt null aus über das Buch. Es ist 1000 Seiten lang und dementsprechend passiert da so viel. Wir begleiten aber natürlich wieder verschiedene Charaktere durch diese Zeit, wie es bei Ken Folletts Büchern immer so ist. Und ja, mein Liebling war auf jeden Fall Edgar. Edgar ist Bootsbauer und ich fand ihn so, so toll und ich mochte ihn unglaublich gerne und ja, freue mich jetzt, die Säulen der Erde-Reihe von ihm weiter zu entdecken, weil für mich war das hier wirklich ein absolutes Highlight. Das nächste Buch, das ich gelesen hatte, war Es geht uns gut von Arno Geiger. Zu dem Buch habe ich auch schon mal in dem ein oder anderen Vlog ein bisschen was gesagt gehabt und ich muss sagen, bei dem Buch habe ich mir teilweise ein bisschen schwer getan, denn es hat relativ große Kapitel von manchmal 40 bis 50 Seiten und ich bin eher der Fan von kürzeren Kapiteln. Dementsprechend musste ich mich da teilweise so ein bisschen durch das Kapitel kämpfen. Ich muss sagen, irgendwie war dieses Buch so ein bisschen spezieller. Das Buch ist das erste Buch, das den Deutschen Buchpreis 2005 gewonnen hat und dementsprechend natürlich allein deswegen nochmal sehr viel Bekanntheit bekommen hat. In dem Buch geht es um Philipp. Philipp ist ein totaler Familienverweigerer und, nein, wie heißt es? Seiner Familie gegenüber ein Totalverweigerer. So rum. Und ich muss sagen, ich fand Philipp aber gar nicht so unsympathisch. Ich mochte ihn eigentlich ziemlich gerne. Er erbt das Haus seiner Großeltern und er begibt sich dorthin und fängt an, dort umzubauen, auszuräumen
und eben ja das Haus so ein bisschen wieder tauglich zu machen, um darin wohnen zu können. Während er in diesem Haus ist und verschiedene Dinge wieder sieht, haben wir zwischen den Kapiteln, die im Jahr 2001 spielen, immer wieder Kapitel, in denen wir in die Vergangenheit reisen. Wir lernen also seine Großeltern kennen, als deren Kinder noch klein waren. Wir lernen dann in einem weiteren Kapitel seine Mutter kennen, wie sie seinen Vater kennengelernt hat, wie er ein kleines Kind war und so weiter und so fort. Sodass wir tatsächlich sehr, sehr viele Kapitel haben, die in unterschiedlichen Zeiten spielen. Also wir haben losgelegt, geht das Ganze mit 82, dann haben wir 38, 45, 55, 62, 70, 78 und 89. Sodass wir im Prinzip am Ende des Buches sowohl die komplette Vergangenheit von ihm und seinen Großeltern, Eltern und so weiter haben, als auch diese komplette Geschichte und diese kompletten Erlebnisse, die er in diesem Haus erlebt. Und wir haben sozusagen zwei Geschichten parallel. Eine Sache, die für mich persönlich aber ein Grund war, etwas näher darüber nachzudenken, war eine Bewertung auf Goodreads oder Amazon, in der eine Person geschrieben hat, dass sie persönlich fand, dass der Stil des Buches sehr stark darauf angelehnt ist, einen Preis zu bekommen. Und ich habe so ein bisschen über diesen Kommentar nachgedacht und habe so überlegt, okay, beim Lesen wäre mir das jetzt nicht aufgefallen. Trotzdem, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, ist natürlich die Art und Weise, um was es geht und wie das aufgebaut ist und auch der Schreibstil, wie teilweise Dinge, Gegenstände oder Beziehungen zwischen zwei Personen miteinander beschrieben wurden, sehr stark auf dieses Thema angelehnt, von wegen, wir gewinnen jetzt mit diesem Buch einen Preis. Ob das dem Buch jetzt einen Zacken aus der Krone bricht, ich persönlich würde sagen, nein. Wie gesagt, beim Lesen wäre es mir jetzt nicht aufgefallen. Beim längeren drüber nachdenken muss ich sagen, klar, auf jeden Fall. Trotzdem war es eine tolle Geschichte. Ich fand auch, es war eine Geschichte, bei der man sehr viel auch über die Vergangenheit teilweise erfährt und auch erfährt, wieso er so ist, wie er eigentlich ist. Und je mehr man von der Vergangenheit erfährt, desto besser versteht man die Handlungen und Eigenarten von Philipp. Und deswegen war es für mich ein gutes Buch, das ich gerne gelesen habe. Würde ich es weiterempfehlen. Wenn ihr das Buch nicht sowieso schon auf eurer Wunschliste oder auf eurem Sub habt, würde ich jetzt nicht sagen, kauft's euch und lest's. Ich glaube, das ist eine ganz gute Bewertung zu dem Buch. Und das letzte Buch ist ein Buch, das ich nur beendet habe und nicht komplett gelesen. Und zwar Verbrechen und Strafe von Dostojewski. Ich habe mich so darüber gefreut, es im Juni endlich beendet zu bekommen. Ich habe auch unglaublich viel in diesem Buch markiert und ich werde dazu auch noch eine einzelne Rezension verfassen, weil ich einfach zu diesem Buch noch ein bisschen mehr zu sagen habe. Diese Rezension wird auch im ersten Teil erstmal spoilerfrei sein und am Ende werde ich noch ein bisschen näher auf gewisse Dinge eingehen, bei denen man einfach spoilern muss, sonst gibt das Ganze keinen Sinn. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um einen Mann namens... Ich muss den Namen nachschauen. Erstens, ihr kennt mich, ich und Namen, das ist so eine ganz schwierige Geschichte. Rodion Romanowitsch Raskolnikow. Ja, er ist unser Hauptprotagonist. Er ist ein junger, unglaublich intelligenter Jurastudent aus St. Petersburg. Und er vertritt die These, dass es zwei verschiedene Arten von Menschen auf dieser Welt gibt. Es gibt die gewöhnlichen, so wie wir alle, und es gibt die ungewöhnlichen. Ungewöhnlichen Menschen ist es seines Wissens oder seines laut ihm erlaubt oder sollte es erlaubt sein, einen Mord zu begehen, wenn dieser Mord der allgemeinen Menschheit einen Nutzen bringt. Als Beispiel, Albert Einstein hätte einen Menschen ermorden dürfen, wenn der Veröffentlichung der Relativitätstheorie im Wege gestanden hätte, ohne dass er sich dafür hätte verantworten oder eine Strafe dafür hätte bekommen müssen. Ja, Rodion sieht sich selbst als ungewöhnlichen Menschen und begeht einen Mord. Ja, diesen Mord gilt es dann in diesem Buch aufzuklären und wir lesen im Prinzip eine Kriminalgeschichte aus dem 19. Jahrhundert.
Für mich ein absolutes Meisterwerk von Dostojewski, nicht umsonst eins seiner bekanntesten. In der alten Übersetzung heißt es ja Schuld und Sühne, das sagt vielleicht mehr von euch etwas vom Namen. Und ich persönlich war absolut begeistert vom Schreibstil, von der Geschichte, von den Charakteren. Ich mochte es so, so gerne und kann es wirklich jedem nur empfehlen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für Klassiker-Einsteiger, denn dafür ist es, glaube ich, tatsächlich mit seinen 750 Seiten ein ganz schöner Brocken. Es sei denn, ihr wollt euch da wirklich rantrauen, dann probiert es auf jeden Fall, es lohnt sich. Aber der Stil und die Geschichte ist so umfangreich, dass man sich da tatsächlich jetzt nicht einfach mal hinsetzt und 100 Seiten am Stück liest. Also das ist auf jeden Fall ein Langzeitprojekt, das kann ich euch sagen. Trotzdem lohnt es sich, finde ich wirklich, dieses Buch definitiv in die Hand zu nehmen und es zu lesen. Ich fand es super, super schön und großartig und von mir ein absolutes Lese-Lebenshighlight. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass euch mein Video gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr im Juni gelesen habt. Und natürlich, falls ihr eins dieser Bücher bereits gelesen habt, auch gerne eure Bewertung dazu. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video und bis dorthin, ciao!